Helden der Stadt. Alles über Abschleppwagen. Hallo. Ist euch klar, wie viele Fortbewegungsmittel es auf der Welt gibt? Löschzüge, Lastwagen, Flugzeuge und Abschleppwagen. Hey, Alissa! Hi, Andi. Andi ist ein Abschleppwagen. Siehst du seinen Haken? Jupp, ein sehr beeindruckender Haken, wenn ich anmerken darf. Abschleppwagen laden liegengebliebene Autos auf und entfernen sie von der Straße. Heutzutage ist Andis Typ Abschleppwagen mit Haken recht unüblich. Und es gibt viele andere Arten. Unüblich beeindruckend, sagte ich doch. Anstelle eines Hakens verwenden Abschleppwagen heute üblicherweise ein Metallgestängel, genannt Abschleppbrille, um Autos anzuheben. Die Fahrt wird so etwas ruhiger. Ruhiger? Ich bin unglaublich ruhig mit meinem Haken. Genau wie mein Opa früher, der ruhigste. Ich bin sicher, das bist du. Abschlepptieflader sind eine andere Art Abschleppwagen, wo die defekten Autos auf die Ladefläche des Abschleppwagens geladen werden. Die Ladefläche kann entweder gekippt werden, sodass das Auto hoch kann, oder es kann über eine Rampe hochgefahren werden. Auch häufig benutzt werden Winden, um defekte Autos hochzuladen. Eine Winde ist eine Art starke Spule mit einer Kette oder einem Stahlseil, befestigt an einem... An einem Haken! Ja, Andi. An einem Haken. Großartig, diese Haken. Ja, sie sind ziemlich praktisch, wenn ein Auto im Graben landet. Der Haken kann benutzt werden, um das Auto wieder hoch auf die Straße zu winden, damit es abgeschleppt werden kann. Es gibt außerdem Abschlepptieflader mit Hubkränen, mit denen man defekte Autos leicht auf die Ladefläche heben kann. Kleine Abschleppwagen, wie sie zum Beispiel für Autowerkstätten im Einsatz sind, so wie Andi, können nur ein Auto auf einmal schleppen. Große Abschlepptieflader können mehrere Fahrzeuge gleichzeitig in eine Werkstatt bringen. Der Vorteil von kleinen Abschleppwagen liegt darin, dass sie in niedere Garagen und beengte Räume passen. Sogenannte Schwerlastabschleppfahrzeuge sind hochleistungsfähige Abschleppfahrzeuge, die gemacht sind, um schwere Lasten und viel mehr Fahrzeuge zu handeln. Ja, Abschleppwagen sind flexibel und stark. Es gibt sogar Abschleppwagen auf Flughäfen, die ganze Flugzeuge bewegen können. Wow, was für ein riesiges Flugzeug. Wenn nur mein Opa das noch erlebt hätte. Vor über 100 Jahren, als die ersten Autos über die Straßen fuhren, gab es noch keine Abschleppwagen. Wenn ein Auto im Graben landete, musste man versuchen, das Auto wieder auf die Straße zu schieben und es mit Pferden zu ziehen. Pferde? Wer hätte das gedacht? In den 1920er Jahren begannen die Menschen, Abschleppwagen zu benutzen, damit Pferde nicht mehr diese Arbeit verrichten mussten. Ah, das ist, als Opa noch jung war. Die guten alten Zeiten, wie er sagt. Ja, aber heutzutage ist es doch auch ziemlich gut. Ja, weil es unsere Zeit ist. Wow, wow, ich habe vergessen, dass ich Tobi Turbo abschleppen und in die Werkstatt bringen muss. Sein Motor hat einen Schaden. Ich beeile mich besser. Tschüss, Alissa. Tschüss, Andi. Wie froh wir doch sind, dich zu haben. Es ist immer schön, dich zu sehen.